Willkommen zurück bei Okami. Wir sind noch auf dem Ozean unterwegs. Na. Und wir müssen den Eingang hier finden. Der Eingang zum Drachenpalast ist ein Wirbel, aber er ist gerade versteckt, um die bösen Wesen fernzuhalten, die die Gegend plagen. Du musst den Wirbel in den Weiten des Meeres finden. Ja, das sagtest du schon öfters. Bis jetzt haben wir ihn nicht gefunden. Aber ich möchte mal gucken, ob man nicht doch auf die Insel da hinten drauf kommt. Ich habe es beim letzten Mal nicht geschafft, aber irgendwie muss das ja gehen, vor allem da oben ist da was drauf. Aber sieht nicht, das sieht alles so glatt aus. Nee, das hat keinen Zweck, da komme ich nicht hoch. Ach, halt die Klappe. Sei einfach still. Na gut. Dann suchen wir mal weiter. Wo mag er sein? Kannst du uns nicht theoretisch einfach dahin bringen? Ist die Karte zu Ende? Okay. Da leuchtet auch noch irgendwas. Wo sieht denn jetzt immer so aus? Ah, die Musik ist schön. Doch, hier ist noch was. Haha. Ah, hier ist er. Da ist die Katze. Da ist auch. Und da ist noch eine Truhe, okay. Und da wird es wieder Tag. Da ist auch noch eine Katze. Ich habe noch nicht gefüttert. Okay, wir haben auch schon wieder nicht mehr so viel Fisch. Heieiei. Also Fisch braucht man hier sehr viel. Gut, da ist nichts. Dann uns einmal auf die andere Seite. Ah, hier kommt er gleich rein, okay. Wir können ja mal eben in das Restaurant da hinten gehen. Mal gucken, ob der seinen Fisch jetzt bekommen hat. Mal eben nachgucken. Das interessiert mich jetzt. Schwupp. Einmal rein da. So, einmal. Jo, er hat den Fisch. Hi. Hallo, Hündchen. Ergötze deine Augen an diesen lebhaften Zappler. Dieser schreckliche Wasserdrache hat alle Fische verscheucht. Aber guck dir die Größe von diesem Sperrfisch an. Ich brauche ein paar Früchte des Meeres, um zu zeigen, was ich drauf habe. Nur die frischesten sind gerade gut genug.
Jetzt, da ich einige Zutaten in die Finger bekommen habe, ist es an der Zeit, meine Fähigkeiten wieder aufzupolieren. Wenn du schon mal hier bist, warum bleibst du nicht und guckst zu? Es passiert nicht oft, dass ich so guten Fisch bekomme. Und du wirst selten jemanden sehen, der mit dem Messer so gut umgehen kann wie ich. Genug getratscht, wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Frische darf nicht verschwendet werden. Das wäre eine Beleidigung für den Fisch. Tritt zurück, Hündchen. Der große Meisterkoch Umineko wird seine Zyklonenschnitt entfesseln. Ja. War. Juhu. Meine beste Handarbeit bis jetzt. Meine Fähigkeiten sind zwar ein wenig eingerostet, aber jetzt haben sie neue Höhen erreicht. Ich bin gereift. Der Fisch muss frisch sein. Das Gericht muss schnell gemacht werden. Wenn ich diese Klingen schärfe, dann werde ich das nächste Mal einen Wal zubereiten. Ja, du mich auch. Hi! Ich kenne ja schon. Ah, Amaterasu. Quelle aus Kunden und unser aller Mutter. Meine Macht ist geschwunden, als du nicht da warst. Aber der Eifer dieses Mannes und dein eigenes reines Herz haben meine Macht wiederhergestellt. Ich verleihe dir die Macht über diese feurige Energie. Tanz wie ein wilder Wirbelwind. So, wie er die Messer schwingt, hätte er einen besseren Krieger abgegeben als einen Koch. Hey, mir ist da gerade eine Idee gekommen, Amy. Der Wirbelwind, diese andere Kraft von Katsugami ist ganz schön stark. Ich wette, sein Enthusiasmus war es, das sie geweckt hat. Wenn es das mit einem Sperrfisch tun kann, dann überleg mal, was es mit diesem nervigen Monster anstellen wird. Aha. Jawohl, okay, das haben wir die Technik, aber. Hallo. Was soll denn dieser Lärm? Hat Umineko ein neues Gericht zubereitet? Kann ich das eigentlich essen? Jetzt nur mal so ganz. Oh, jetzt ist weg. Mist. Na gut. Aber wir müssen jetzt immer noch diesen. Wir müssen noch den Strudel finden. Wo ist. Okay, jetzt wieder dann. Ich würde sagen, wir speichern einfach mal. Oh, da unten ist eine Truhe. Da sind sogar mehrere Truhen. Eine Münze. Eine Meerjungfrauenmünze. Jawohl. Ja. Ja, ja, ja. Nein! Oh, die Truhe. Das geht zurück in die Truhe. Moment, wir sterben gleich. Oder besser gesagt, wir trinken gleich. So. Glasperlen. Zack. Ein Holzbär. Ist noch eine Truhe.
Ja, was haben wir hier? Exorzismus M, okay. Ja, oben angekommen. Ach ja. Was hast du denn vor? Oh. Nun, da ist doch ein Gesicht, das ich kenne. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen, Hündchen. Hey, du bist doch der Apfeltyp, der an der großen Zugbrücke war. Wir haben dich nicht in der Stadt gesehen. Was machst du denn hier? Nun, ich habe meine Meinung seitdem total geändert. Ich habe meine alte Arbeit aufgegeben und bin auf eine Reise gegangen, um meine Fähigkeiten noch weiter zu verbessern. Das gefällt mir besser als der dumpfe Wachdienst in der Stadt. Nepons bester Bogenschütze und sein Bogen Goldfeuer sind immer noch in Spitzenform. Hier, Hündchen, wollen wir eine Kleinigkeit essen und uns ausruhen? Danke. Oh. Ist das eine Art Training, um deine Fähigkeiten zu verbessern? Auf jeden Fall. Siehst du diese Frucht, die da an dem Baum auf der kleinen Insel hängt? Das ist mein Ziel. Ich kehre wieder zurück zu den Grundlagen, aber diese Frucht ist hart wie ein Stein. Nichts fügt ihr Schaden zu. Sogar wenn ich die Mitte 100-mal treffe, es hört sich komisch an, aber das macht es zu einem guten Ziel. Hier, Hündchen, wollen... Danke. Na, Kühe, ihr habt ein bisschen... Danke, okay. Keine Ahnung, da unten ist es. Und ich will mal sagen, wir suchen einfach erstmal weiter. Uiui. Ups. Ja, wir wissen's, Mann. Wo mag er sein, der Eingang? Hier nicht, hier ist Ende. Da auf dem Turm waren wir, ja. Gucken, was passiert, wenn ich versuche, zu der Insel dahin zu kommen. Ob Orca dann umdreht oder, weil die Insel ist auf der Karte nicht verzeichnet. Ist der Vulkan da. Das wird nicht funktionieren. Ja, okay, das Ende. Puh. Wo?
Mal gucken, ob man jetzt was mit der Frucht machen kann, weil der Typ ja da drauf schießt. Das funktioniert auch nicht. Okay. Ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Gut. Und weiter geht's. Weiter geht's. Ich weiß nur nicht wohin. Ich weiß auch nicht, wie man den finden soll. Das versteckt ja. Super. Du weißt doch, wo der ist. Schwimm mal einfach hin. Okay, da rein komme ich nicht. Ich werde mal eben noch mal da oben hingehen. Gucken, was da noch mal war. Aha, hier waren wir noch nicht. Oh, da kommt was. Och, herrje. Ist das hässlich. Ich würde sagen, dann können wir auch unsere neue Technik ausprobieren. Die aber nichts bringt. Oh. Kommt das mal da runter? Nö. Aua. Was ist das denn für ein Scheißvieh? Aha, jetzt konnten wir ihm auf einmal Schaden machen. Na egal. Huch. Jetzt habe ich die Zeit verlangsamt. Wollte ich gar nicht. Naja, egal. Ja, okay. Von mir aus. Was auch immer das war. Ist da jemand? Ja, hi. Das hier ist das Beobachter-Cup. Man sagt, die Götter nutzten einst diesen Ort, um in den Himmel zurückzukehren. In der Nacht bietet dieser Ort einen großartigen Ausblick auf den Sternenhimmel. Sogar die Sterne des wirbelnden Himmels sind von der Spitze dieses Kaps aus sichtbar. Wirbelnder Himmel? Das ist eine Sterngruppe. Sie bilden eine große Spirale wie ein himmlischer Wirbel. Aber seit der dämonenförmigen Insel. Dämonenförmige Insel, auf der sie erschienen ist, gibt's mehr und mehr Monster und der Himmel ist trüb. Die unglaubliche Aussicht auf die Sterne kann man nicht mehr genießen. Du kannst die Sterne nicht mitten am Tag sehen, aber wenn die Nacht kommt, möchte ich mir bei einer Sternschnuppe etwas wünschen. Wenn du dir etwas bei einer Sternschnuppe wünschst, dann wird der Wunsch wahr.
Vielleicht erscheint sogar der wirbelnde Himmel wieder. Schau mal, wie schnell es Nacht geworden ist, mein Freund. Okay, aber ich würde mal sagen, wir reden beim nächsten Mal mit ihm. Mit dieser Dämoneninsel im Hintergrund. Für heute war es das. Ich sage erstmal bis dann, Freunde, und ciao.